Ich hab mein Deck jetzt angepasst und vielleicht mit etwas cleveren Taktieren funktioniert's. Ich hoffe einfach, es funktioniert. Das Gute ist, solange noch keiner gekillt ist, kann ich Simba gut einsetzen. Um so zumindest einen soliden Anfang hinzulegen. So, sehen wir mal, was passiert, wenn ich Cloud beschwöre. Ja, genau das habe ich mir erhofft, wenn ich Cloud beschwöre. So, ich habe sämtliche Attacke-Karten wieder, das ist nice. So, und jetzt spamme ich die Gegner hier einfach nur zu Tode. Ich meine, das ist nicht die kreativste Methode, das hier. Oh nein. Gerade jetzt sind mir die Karten ausgegangen. Nein, Simba, dich gebe ich jetzt. Keine Chance. Das Fiese ist, dass ab einem bestimmten Punkt halt auch einfach... Oh, ich hab's geschafft. Nice. Was ich sagen wollte, ist, dass ab einem bestimmten Punkt ist einfach fies, weil er nicht mehr so viel von den Gegnern spawnen. Wertfallserie. Brauche ich denn dafür? 3 Aktivierungskarten unterschiedlichen Typs. Drücke Dreieck, wenn du auf dem Bildschirm aufleuchtest, um einen Attacker hinzuzufügen. Ohne Aufleuchten beendest du mit Dreieck die Kombination. Okay. Auf jeden Fall auch interessant. Merke nicht trinken, wenn Dialog aufploppt. Puh. Was jetzt? Oh, das war Donald, egal. Es klappt. Monstro muss gleich niesen. Jetzt lassen wir Pinocchio und Geppetto anscheinend einfach da. Oder? Nein, warte. Wir sind wieder im Maul. Das heißt, er macht gleich den Mund auf. Ja, das Mund. Er macht das Mund auf. Nein. Oh, jetzt weiß ich, wie es ist, die Kanonenkugel zu spielen. Wo sind Pinocchio und sein Vater? Sie sind weg. Sie haben es wohl rausgeschafft. Ohne dich, Jiminy? Ich dachte, vor seinem Gewissen gäbe es keinen drin. Macht nichts, solange es den beiden gut geht. Ah, vielleicht braucht er mich wirklich nicht mehr. Wie meinst du das? Deine Puppe konnte richtig und falsch nicht voneinander unterscheiden. Aber er hat es weit gebracht, vielleicht braucht er Jiminy Krille nicht mehr. Vielleicht kommt er ja ohne meinen Gezeter besser zurecht. Gezeter. Gezeter ist ein Wort, das habe ich irgendwie gefühlt noch nie im Deutschen gehört, aber hat irgendwie einen netten Klang. Weißt du noch, was Geppetto gesagt hat? Es gibt doch nichts Schöneres, als mit seinen Lieben vereint zu sein. Fette Pinocchio kann es kaum erwarten, dich bald wiederzusehen. Wer weiß, vielleicht hast du recht. ...446 Stunden, das ist ja schon schlimm genug, aber... ...dann kommt Murphy mit seinen Stunden. Ich verstehe immer noch nicht, wie jemand 1000 Stunden in meinem Stream sein kann, aber ich habe mittlerweile einfach aufgegeben, es verstehen zu wollen. Ich habe es einfach aufgegeben. Ich akzeptiere es an diesem Punkt einfach. Meine andere Wahl habe ich ja eh nicht groß. Also es nicht zu akzeptieren. Das ist zu akzeptieren, sorry. Da war eine Verneinung irgendwo zu viel. So, damit haben wir auch 3 Wunschgestirne. Gestirne. Das hat sich gerade, glaube ich, falsch angehört, so wie ich das gesagt habe. Will ich die 3 Feuer behalten? Ja, ich würde schon sagen. Wohl das Healing hier, ne?
Ist schon verlockend mit reinzunehmen, aber es würde nochmal einiges an Karten kosten. Einiges an Kartenpunkten. Egal. Reißen wir erstmal um die für den Erfolg jetzt. Und dann können wir auch gleich mal schauen, was jetzt in Castle Oblivion als nächstes passiert, wenn wir die sechste Ebene betreten oder ans Ende der fünften streiten. Ja. Ich glaube, das ist besser gesagt und fast gut zusammen. By the way, bin so froh, dass Donald Untertitel hat. Ich meine, sind wir mal ehrlich, würdet ihr Donald an der Stelle verstehen, wenn er keine Untertitel hätte, wie er Englisch spricht? Bis die 1.000 Stunden hier habe, hat Möppi 2.000. Das kann gut sein. Just bits and pieces. Maybe you could try telling us some more stuff about her. Who knows? It might even help you remember other things. Well, she was quiet and always drawing. When we'd go to the beach, she'd draw a picture instead of swimming. Sometimes she'd draw us too. She was really good. I remember Riku and I fighting over who she'd draw next. But one day, she was gone, just like that. I think the grown-ups knew the reason. They might even have tried to explain some of it to me. Wegen dem Harz gibt's Erwachsene, also in den ersten beiden Spielen. I probably didn't understand what was happening. I remember crying after she was gone. But that's all. I still don't remember her name. Oh, I bet you'll remember it in no time. I must point out, Sora keeps remembering things instead of forgetting them. It seems to me, forgetting things may be the only way to reach the memories buried deeper down inside each of us. So we should forget in order to remember? Like those guys said, our most precious memories lie so deep in our hearts that they're out of reach. All that stuff about finding, being losing, and losing being finding? I didn't get it at first, but maybe this is what they meant. Gore, Sora, I think I'm a little jealous of you. How come me and Donald and Jiminy aren't remembering more of the stuff from our memories? Come on, Goofy! Let's get going! We gotta forget things faster! Das ist auch eine interessante Herangehensweise. Ja, ich will Sachen vergessen, damit ich mich an neue Sachen erinnern kann, aber je nachdem ist das Konzept sogar halbwegs realistisch. Jetzt nicht mega realistisch, aber halbwegs. Ich meine, es gibt kein Schloss, in wo man reingeht und wo man erstmal einen Großteil seiner Erinnerungen vergisst. Auch wenn das was wäre. Oder haben wir wieder Laxine und Axel? Just as we intended. We'll continue with our plan. Let's see how far this group will go. You had your fun on the first floor. So this time, it's my turn. I'm not going to just give it to him. Don't break him. Well... Do I detect a soft spot? I'm not gonna break the toy. I'm not dumb. Don't forget. Sora is the key. We need him if we're going to take over the organization. I know that you're in on it too. Wir wollen die Organisation. But keep it under your hood. At least until the time is right. Umwerfen. Warte, umschürzen. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Okay. Interessant. You would have been wise to have done the same.
like seeing. Hmm. Das heißt, nach der nächsten Ebene werden wir wohl was Interessantes erfahren. Sora, did anything back there help you remember your friend's name? Her name's the only thing I can't seem to remember. You gotta try. Hurry up and remember it. Gewobene Erinnerung. Trophäe freigeschaltet. Fünften Stock im Schloss des Entfallens erreichen. Okay. Ja, und falls bis jetzt noch nicht offensichtlich war, ja, ich spiele auf PlayStation. Ich nutze meine gute Capture-Card. Wenn ich sie schon habe, dann sollte man sie auch nutzen. Und übrigens, falls ihr euch mal gefragt habt, warum ich normalerweise 720p 60 stream und jetzt hier in 1080p 30, also 1080p Auflösung und 30 FPS. Der Grund ist, weil meine Capture Card nicht 1080p und weil meine Capture Card keine 60 FPS kann. Die Capture Card funktioniert nur mit 30 FPS. Es ist eine ältere Capture Card. Und dementsprechend müsste ich da aufrüsten, um dann jetzt auch die Streams in 60 FPS zu zeigen. Deswegen auch diese Umstellung. Dass ich immer, wenn ich ein Konsolenspiel stream, dann auf 1080p gehe. Falls ihr euch das mal gefragt habt. Oder falls euch überhaupt aufgefallen ist, dass da ein Unterschied besteht. Das ist ja auch so die Sache. Und dann gehen wir jetzt in die Welt, die ich jetzt am längsten erwartet habe, sozusagen. Und die einzige sein dürfte, die uns noch übrig bleibt. Halloween Town. Und tatsächlich ist das ein Film, den ich gar nicht kannte, also ein Nightmare Before Christmas. Bevor ich Kingdom Hearts gespielt habe, also Kingdom Hearts 1. Im Gegensatz zu vielen Kingdom Hearts Fans habe ich halt auch nicht in der Kindheit gespielt, sondern ich habe es dann, ja, vor 3 Jahren, soweit ein Großteil der Serie gespielt. Vor 3 bis 4 Jahren war das tatsächlich. Oh, hier gefällt's mir gar nicht. Ich wette, hier wimmelt's nur so von Geistern. Ich mag übrigens, dass man die Textboxen hier angepasst hat an die Umgebung. Ist so ein nettes kleines Detail. Na und, was haben wir schon zu befürchten? Man erschreckt sich nicht, wenn man darauf vorbereitet ist. Nicht mal echte Geister können uns jetzt noch das Fürchten lernen. Wenn sie uns erspähen, sind sie diejenigen, die schreien davonlaufen. Meinst du wirklich? Glaub mir. Willkommen in Halloween Town. Ah, ein Geist. Das war so klar, dass Donald sich jetzt erschreckt. Wow, das war der beste Schrei, den ich seit Jahren gehört habe. Wenn du so leicht zu erschrecken bist, dann wird das ein Riesenspaß. Pardon, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Jack Skellington, ich wohne in Halloween Town. Ich bin König der Albträume und Meister des Grusels. Wenn ihr es also gerne richtig gruselig haben wollt, seid ihr goldrichtig. Wollen wir nicht. Das war keine Donald-Stimme, aber egal. Momentan gibt es in Halloween Town eher ein kleines Problem. Was für ein Problem? Naja. So eins. Oh, Halloween Town hat so gute Musik. Wie man die neue Technik, die ich habe. Die Schwertfall-Serie. Verdammt. Wie viel Feuer will ich einsetzen? Ja. Doppelte Beschwörung, check. Also das eine ist eine Beschwörung, das andere ist einfach nur ein Teamkamerad, der mir hilft. Sozusagen ein Gefährte. Nicht Teamkamerad, wir sind hier nicht im Fußball oder sowas. Merkwürdige Kombination, aber ich musste gerade irgendeine finden, die halbwegs Sinn ergibt, was tatsächlich gar nicht mal so einfach war. Warte, sind jetzt alle betäubt? Gut, dann kann ich jetzt mit Simba nerven. Warte, da hat jemand gerade... Wie? Yeah.
Ich habe gehört, es ist Zeit für Healing. Boah. Wow, der hat mich jetzt auch noch geheilt, ernsthaft. Aber wenigstens läuft das hier bis jetzt noch besser als der erste Fight in Agrabah. Für die, die sich daran erinnern. Der erste Fight in Agrabah war ein ganz schöner Krampf. Den hatte ich ja sogar bei meinem ersten Versuch verloren. Und habe gerade ernsthaft gedacht, Simba hätte eine Halskrause an. Da war es einfach nur ein Stück der Blume, die durch ihn durchgeklitscht ist, mehr oder weniger. Weil ich war gerade halt wirklich so. Hab mir so gedacht, ich erwarte was. Oh, und die Halloween Town Musik. Die könnte ich mir den ganzen Tag anhören. Was soll das? Warum hast du die Herzlosen gerufen? Hab ich gar nicht. Ich wusste lediglich, wann sie auftauchen. Eigentlich würde ich sie ja sogar liebend gerne loswerden. Die Herzlosen greifen Leute nämlich an, anstatt sie nur zu erschrecken. Warum sind sie hier? Nun, das gleiche wollte ich gerade Dr. Finkelstein fragen. Bin auf dem Weg in sein Labor, komm doch mit. Sauer, was sollen wir tun? Wir sollten ihm wohl lieber folgen. Das gefällt mir gar nicht. Was, wenn er uns direkt zu den Herzlosen führt? Bingo, du kannst Gedanken lesen. Okay, Donald erschreckt sich wieder. Ah, das war doch bloß ein Spaß. Auf geht's. Ich habe irgendwie das Gefühl, Donald kann ihn nicht so ganz leiden. Sora lernt Terror. Beschwörungskarte, Item. Das ist sehr spezifisch. Schlüssel des Anfangs. Mal sehen, was der Anfang von Halloween Town uns so bringt. Bei den Machern von Nightmare Before Christmas, vor denen habe ich halt wirklich auch sehr großen Respekt. Kann ich gleich mal so sagen. Als ich nämlich den Film gesehen habe und dann mir aufgefallen ist, dass der gesamte Film in Stop-Motion gemacht ist. Also schätzt mal, ihr wisst, was Stop-Motion ist. Naja. Für die, die es nicht wissen, kann ich ja mal vielleicht mal kurz erklären. Stop-Motion ist diese Filmtechnik, kann man fast sagen, bei der man alles, was man aufnimmt, tatsächlich einfach nur durch Puppen und durch Puppen oder Figuren macht, die man halt immer so wirklich Frame für Frame aufnimmt. So nach dem Motto, man stellt die Puppen, Figuren, wie auch immer, stellt man hin. Auf bestimmte Art und Weise. Aber indem man das tut, dann macht man ein Bild und reiht dann wirklich einfach nur die Bilder aneinander. Das ist Stop Motion. Ich glaube, das habe ich gerade wirrer erklärt, als ich sollte, aber egal. Oh mein Gott, machen die Gegner Damage, wenn sie mal dazu kommen, anzugreifen. Fällt mir gar nicht. Fällt mir wirklich gar nicht, dass die Gegner so viel Damage machen. Eventuell sollte ich dann demnächst mal auf HP leveln. Ich habe gehört, das wäre dann keine schlechte Sache. Weil irgendwie ist das die Sache, die ich gefühlt am wenigsten level HP. Oh, ich habe nur ihn damit getroffen, das ist nicht gut. Aber wenigstens scheinen die Gegner hier keine hohen Karten zu besetzen. Das gefällt mir schon mal recht gut. So, einmal die hier und noch einen Kingdom Key mit 0. Um eine Schwertfallserie durchzuführen, die irgendwie ein bisschen underwhelming ist. Finde ich zumindest. Oh, ich hab doppelt. Ich hab mehrmals Goofy und Donald, okay. Nice. Jetzt nochmal Donald und dann gleich nochmal Goofy, oder? Okay, nice.
Stufenanstieg. Okay, da habe ich schon angekündigt, was ich jetzt als nächstes nehme. HP ist da wirklich recht wichtig. Mindestkartenwert 1. Das nehme ich doch gerne mit. Ah, die Musik. Ich will bei der Musik immer mitsummen, aber... Allerdings denke ich mir halt auch, ich stream gerade, da will ich nicht unbedingt andauernd nur mitsummen und... Das, irgendwie ist mir das eigentlich total unangenehm im Stream, aber ich denke mir halt so... Aber ich habe bei dem Song halt wirklich einfach den Drang dann einfach mitzusummen und... Werd's dann vermutlich auch früher oder später einfach tun. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich ein Riesenfan von Magie in Kingdom Hearts spielen bin. Also tatsächlich egal in welchen. Ich bin immer jemand, der sehr gerne Magie benutzt. Wie man eventuell gerade gesehen hat. Ich muss echt manchmal darauf achten, was für Karten die Gegner haben und nicht einfach nur meine Karten durchspammen. Ich will auch zum Charakter, wenn er mitsingen will, ja. Aber mir ist ja eher so ein Summen und... Ja, keine Ahnung, es ist mir halt einfach unangenehm. Komm, heal dich noch! Das ist nicht gut. Vor allem, weil wir jetzt alle diese wunderbare Musik die ganze Zeit hören, die uns sagt, dass Sour Low ist. Wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wir das auch so wissen. Aber ich erlöse uns jetzt mal von diesem super schönen Geräusch. Das war kaum ein bisschen mehr, ist doch egal. Ich bin am überlegen, tatsächlich ein paar Kingdom Keys aus dem Deck zu werfen und ein bisschen mehr auf Magie-Damage zu gehen. Und dann vielleicht noch so ein Magie-Refill mitzunehmen. Warte, wo ist die Tür in diese Richtung? Das ist nicht die Richtung, in die ich gerade will. Wo ist die Tür in die Richtung hier? Bin ich blind? Oder ist direkt hier vorne? Ey, da in der Richtung ist doch eine Tür. Oh, ich habe da gerade eine Karte rausgeschlagen. Aber den Anfang lasse ich, glaube ich, echt so immer noch. Könnte, glaube ich, die Vierer Kingdom Keys hier rauswerfen. Die sind gefühlt auch eher ein Hindernis als alles andere. Habe ich manchmal das Gefühl. Weil die Sache ist, warum ich so erpicht darauf bin, die Kingdom Keys rauszuwerfen. Die machen tatsächlich weniger Damage als andere Keyblades. Dementsprechend ist das natürlich eine Sache, die gar nicht mal so schlecht in dem Moment ist. Wenn man dann ein paar niedrigrangige, wollte ich eigentlich sagen. War für den Moment aber zu blöd, um es auszusprechen. So, die Sache ist, dadurch habe ich halt nur 28 frei. Das heißt, ich verkleinere dadurch mehr oder weniger mein Deck. Warte, was ist so besonders an dem Eis, dass es nicht wie dieses Eis ist? Oh, hier könnte ich die Magie gut auffüllen. Dann bin ich nämlich genau auf 500.
bleib dabei. Wo ist diese Tür? Ist hier. Warte, oh, warte, war es die ganze Zeit diese Tür? Ich glaub ja. So viele Schatzraumkarten. Ich glaube, es wird Zeit, mal eine davon einzusetzen. Ich meine, da spawnt darin kein Gegner, aber hey. Was meine. Ah, deine HD60S, die kann das tatsächlich. Mirakel mit Makel. Beschwörungskarte, Magiekarte, Itemkarte. Das ist, glaube ich, eine Karte, die ich nie mehr so benutzen werde. Hier geht die Story weiter, okay. Mit deiner HD60S, das sagt der Name schon, kannst du halt auch in 60 FPS streamen, im Gegensatz zu mir. Okay, irgendwelche hochrangigen Karten, die ich da reinbuttern kann, die ich sowieso sonst nicht spielen würde. Einfach, weil sie sehr unangenehm sind. Zum Beispiel die hier. Ein Raum, in dem herzlose schlechte Karten truppen. Die Paulus angreifen, ist jetzt auch keiner, wo ich hin will. Der auch nicht. Und falls ein Kampf kommt, wäre natürlich ein kleiner Boost nicht schlecht. So, nehmen wir den hier. Es müssen rote Karten sein. Okay. Habe ich nicht gesehen. Ja gut, schlechte Kartentrops können mir in dem Moment halt eigentlich egal sein. Oh ne, das ist ein Goldraum, kein Storyraum. Egal, dann habe ich die jetzt da reingepackt. Ich bin auch wunderschön in die falsche Richtung erstmal gelaufen. Perfekt. Ich muss nämlich gar nicht hier in die Richtung. Aber ich finde dieses Raumkonzept hier manchmal so verwirrend. Ich weiß immer noch nicht, wo die Tür hier auf dieser Seite ist. Oh, eine Feuer 9. Den muss ich mitnehmen. Egal, was ich dafür rauswerfen muss. Warte. Wie viel ist Feuer 9 denn wert? Also wie viel Datenpunkte frisst denn? 23, okay. Warte, ich habe nur noch eine Nuller-Karte. Das gefällt mir tatsächlich gar nicht mal so sehr. Ich glaube, die hier werfe ich tatsächlich raus. Und dann muss ich wohl tatsächlich noch irgendwo eine Nuller-Karte auftreiben. Am besten kein Kingdom Key. Aber ich habe nur Nuller-Kingdom Keys. Goddammit. Ich glaube, das Magie-Refill muss noch warten. Ich brauche noch meine Nuller-Karten zum Kontern. Mal ernsthaft, wo ist dieser verdammte Durchgang? Das hier ist auf jeden Fall die richtige Seite. Oh mein. Okay. Hier oben. Wir ignorieren einfach, dass das passiert ist, okay? Und nochmal ein schöner Sturmlauf, wenn wir gerade schon dabei sind. Und jetzt ein übermächtiges Folger, einfach nur um anzugeben. Perfekt. Der kann Gravi irgendwas. Gravita? Oder Gravitas?
Keine Ahnung, welche Version es davon ist. Ich meine, Zauber hat ja 10.000 Versionen. Im Final Fantasy Universum. Jetzt seid mal bitte schon alle erstmal betäubt, danke. Kann euch nämlich Simba schön mal kurz alle andamagen. Aber die Gegner hier beginnen tatsächlich schon bessere Angriffe einzusetzen. Bitte stirbt mich von dem Feuer, dass ich noch heilen, danke. Ich hoffe, Amazon ist morgen so nett und weckt mich nicht auf, wenn das Paket zwischen 11 und 3, zwischen 1 Uhr und 23. Was ist denn das für eine Paketangabe? Ja, wir kommen irgendwann zwischen 1 und 23 Uhr. Das ist eine weirde Angabe. Nehmen wir die dösenden Herzlosen mal. Irgendwann zwischen 1 und 23 Uhr ist wirklich weird. Wollen wir sie wecken? Wollen wir? Amazon halt. Ja, keine Ahnung, ich bestelle da mehr. Also sollte mir jetzt wirklich kein Flex oder so sein. Ich bestelle halt einfach wirklich nicht. Weil ich mir halt denke, boah, wenn es sich vermeiden lässt, will ich da schon nicht unbedingt bestellen. Das ist meine Meinung. Ich meine, ich verurteile auch definitiv niemanden, der da bestellt. Don't get me wrong. Es ist nur einfach eine Sache, die ich für mich selbst da einfach festgelegt habe. Ich bin dann auch niemand, der sagt, oh, wie kannst du nur da bestellen? Nee, ich denke mir halt. Ich lebe mein Leben, es ist meine eigene Entscheidung und anderen meine Entscheidung aufzuzwingen, ist jetzt eine Sache, die ich wirklich nicht will. Dementsprechend, ja. Sagen wir, lasse ich es einfach so. Kann man ja jeweils sehen, wie man will. Das ist meine Einstellung dazu.